Wir bekommen hier nicht viel Besuch. Braucht ihr etwas? Talvas, Elini, Ulvis kümmert sich um die Kühe. Tell, ihr habt vielleicht von ihm gehört. In Morro, Meister Nelot hat tatsächlich hier eines wachsen lassen, in dem er wohnt. Fragt mich nicht, wie er das gemacht hat.
Twaymer wussten, wie man für die Ewigkeit baut. Diese Türme haben ihre Erbauer um Jahrtausende überlebt. Das Buch befindet sich in dieser Kuppel. Ich muss schon für das Haus kämpfen. Beim letzten Mal muss ich dir beseitigen. Wo kommst du her? Ah!
Diese Kontrollsockel scheinen es den Dwemern von Injardak sehr angetan zu haben. Als ich ging, habe ich diese Tür versiegelt, um ungebildetes Gesindel fernzuhalten. Lasst sie mich öffnen. Das Buch ist gleich darinnen. Es bringt nichts, glaub mir. Keine Magie dieser Welt ist dazu imstande. Wäre dem so, hätte ich das Buch schon in meinen Händen. Nein, wir werden den schwierigen Weg gehen müssen. Wenn wir die Dampfzufuhr zu diesem Raum wiederherstellen, kann ich die Vitrine ganz sicher öffnen. Ihr werdet sehen, das ist leichter gesagt als getan. Zu den Kesseln geht es hier lang. Folgt mir. Injardak, die Stadt der 100 Türme. Kommt sofort heraus! In den alten Geschichten heißt es, dass die Dwemer die Stadt bei Eroberungsversuchen der Nord im Meer versinken ließen, bis die Eindringlinge aufgaben. Das bezweifle ich. Aber die Stadt war ein Wunderwerk dwemerscher Ingenieurkunst. Und nun seht sie euch an. Der größte Teil der unteren Stadtebene ist offensichtlich überschwemmt. Die Lage ist aber nicht aussichtslos. Die alten Pumpen der Dwemer scheinen noch zu funktionieren. Schaut! Die Pumpen arbeiten nur, wenn sich ein Wurzel im Sockel. Leider habe ich nur einen Weg. Diese vier Kessel versorgen den oberen Raum mit Dampf. Sie sind abgeschaltet, reagieren aber immer noch auf die Kontrollwürfel. Wenn wir vier weitere Würfel finden, können wir diese Kessel wieder in Gang bringen und die Dampfzufuhr zum oberen Raum wiederherstellen. Dann sollte ich die Schutzvitrine des Buches öffnen können. Bring diesen Würfel her. Wir werden ihn brauchen. Ja, das ist es. Dieses Gerät zeigt uns die Position von vier weiteren Würfeln in diesem Teil der Stadt. Die meisten Würfel wurden wohl in die unteren Ebenen gebracht. Vielleicht sollten damit vor der Aufgabe der Stadt die Fluten zurückgehalten werden. Interessant. Das würde ja bedeuten, dass die Stadt während der ersten Katastrophe des Roten Berges versank. Oder dass die Diener der Dwemer versuchten, die Stadt auch noch nach dem Verschwinden ihrer Erbauer zu erhalten. Drei dieser Würfel sind hinter diesem Durchgang. Am besten fangt ihr dort mit eurer Suche. Lassen sich auch so leicht finden. So wie ich die Dwemer kenne, glaube ich das aber kaum. Dies müssen die großen Werkstätten von Injardak sein. Selbst in diesem Zustand noch beeindruckend.
In der Blütezeit der Stadt wurde hier an nur einem Tag ein kompletter Maschinenkrieger montiert. Ein großer Teil der Dwemer-Armee. Schlacht am Roten Berg gekämpft hat, muss von mir Hey,
Leider schaltet jeder Würfel, den wir herausnehmen, die entsprechende Pumpe ab. Und der Wasserpegel steigt an. Wir müssen vorsichtig sein. Und wieder gewonnen. Ausgesetzt, ihr habt nicht noch irgendwo einen verloren. Thank you.
Der Würfel ist irgendwo hier. Ich hoffe, wir müssen seinetwegen nicht wieder in diesem Dreck herumschwimmen. Doch oben lässt sich wohl die Pumpe aktivieren. Aber wie nur herankommen? Nun, es ist schon ein gewisser Fortschritt. Wenn wir zur Pumpensteuerung gelangen wollen, müssen alle drei die aktivieren. Wir müssen diese drei Brücken herablassen, um zur Pumpensteuerung zu gelangen. Das ist es. Passt jetzt nichts mehr an. Schnell! Was? Ich habe eine Idee. Ich warte hier und hole diesen Würfel, sobald ihr den letzten gefunden habt, der uns noch fehlt. Viel Glück!
Dann nehme ich diesen Würfel und wir machen uns auf den Weg. Vorsicht! Dabei bekommt man abgeschaltet, sonst steigt das Wasser jetzt noch höher. Das war einfacher als erwartet. Es freut mich, dass ihr all die harte Arbeit übernehmen konntet. Mit dem Würfel, den ich aus dem Pumpensockel genommen habe, sollten wir nun insgesamt 5 haben. Genauso viele brauchen wir. Jetzt können... Wenn ihr die Kessel in Gang bringen wollt, braucht ihr den Würfel, den ich gefunden habe. Hier, ich habe diesen Würfel für euch aufgehoben. Habe ich das nicht schon beim ersten Mal erschöpft? Die Kessel in der großen Halle versorgen den oberen Leseraum mit Dampf. Und genau, wir brauchen insgesamt 5 Würfel. Einen zur Steuerung der Pumpen in der großen Halle, die restlichen um die Kessel. Herr Meyers Mora hat schon immer versucht, Sterbliche mit verbotenem Wissen zu ködern. Woher die schwarzen Bücher stammen? Niemand weiß es genau. Einige davon scheinen... Für den Detra-Prinzen des Schicksals scheint Zeit. Wenn ihr das fragen müsst, solltet ihr... Wie mit allen Detra-Prinzen sollte man sich nicht mit ihm anlegen. Viele Gelehrte und Wissenshüter wurden... Doch keine Sorge. Ich habe nicht vor, mich ihrer nie... Herr Meyers Mora hat schon immer versucht, Sterbliche mit verbotenem Wissen zu ködern, um sie sich gefügig zu machen. Sollen wir dann mal weitermachen? Scheint geklappt zu haben. Gut. Es hat länger gedauert als erhofft, aber wenigstens ist es geschafft. Achtung! Noch ein Dampfzenturio. Raum wieder Dampf hat. Falls ja, sollte es einfach sein, an das Buch zu kommen. Endlich. Hoffentlich lohnt es sich wenigstens.
Na.
was ist passiert? Was habt ihr gesehen? Jeder macht beim Leben, das ist ziemlich normal. Zumindest für jene, die noch klar genug. Ihr wart ein Apokrypha. Oder vielmehr euch. Ihr solltet das Buch noch einmal lesen, bis ihr am Ende angelangt seid. Dann habt ihr das darin enthaltene Wissen vollkommen verstanden.
Alle, die es nach Wissen dürstet, kommen früher oder später zu mir. Ihr habt mein Reich betreten. Ihr sucht das verbotene Wissen, das bislang nur ein anderer erhalten hat. Ihr seid ein Drachenblut, genau wie Mira'ag vor euch. Ihr sucht Wissen und Macht. Alles, was er weiß, weiß er von mir. Ich weiß, was ihr wollt. Euch die Welt mit eurer Macht als Drachenblut gefügig machen. Hier habt ihr das benötigte Wissen. Auch wenn ihr nicht wusstet, dass ihr es brauchtet. Das zweite Wort der Macht. Benutzt es, um euch die Sterblichen gefügig zu machen. Aber das reicht noch nicht. Mira'ag kennt das letzte Wort der Macht, ohne dass ihr ihn nicht übertreffen könnt. Mira'ag hat mir gut gedient und wurde dafür belohnt. Ich kann euch dieselbe Macht verleihen, aber jedes Wissen hat seinen Preis. Selbst Drachen fügen sich Mira'ags Stimme. Ohne diese Kraft könnt ihr ihm nicht begegnen. Vernehmt die Worte von Hermaeus Mora, dem Herrn über die Gezeiten des Schicksals. Er hat mir lang und gut gedient, aber seine Dienerschaft lässt ihn langsam unruhig werden. Sein Verlangen, in eure Welt zurückzukehren, wird meinen Einfluss vergrößern, aber ihn auch meiner direkten Kontrolle entziehen. Vielleicht ist es an der Zeit, ihn durch einen loyaleren Diener zu ersetzen. Einen, der meine Gaben noch zu schätzen weiß. Wissen gegen Wissen. Die Skal haben mir ihre Geheimnisse über viele lange Jahre verwehrt. Es ist an der Zeit, dieses Wissen in meine Bibliothek aufzunehmen. Mein Diener Mira'ag hätte einen Weg gefunden, mir das zu bringen, was ich will. Auch ihr werdet einen Weg finden, wenn ihr ihn übertreffen wollt. Schickt mir den Schamanen der Skal. Er hütet die Geheimnisse
die bald mir gehören werden. Habt ihr durch das Lesen dieses schwarzen Buches überhaupt erfahren, was ihr wissen wolltet? Kein Wunder, dass die Dwemer sich so sehr für dieses Buch interessiert haben. Mirak hat damit tatsächlich seine Macht als Drache. Ich nehme an, es gibt auch schlechte Nachrichten. Es sieht Herr Meeres Mora nicht ähnlich, jemanden solches Wissen ganz ohne Gegenleistung. Ach, welche Geheimnisse können Sie schon vor dem alten Mora verbergen? Herr Meeres Mora lernt ein paar faszinierende neue Methoden zum Häuten eines Horkers, während ihr zum zweitmächtigsten Drachenblut aller Zeiten werdet. Nun, das gibt mir sehr zu denken. Ich muss zurück nach Telmetrin. Ich frage mich, ob man einen Drachen lebend fangen kann. Schön, dass jetzt nicht mehr alle jede Nacht zu diesem...